Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Ich bin heute im Videodrehfieber, es ist schon spät, aber ich möchte es gerne fertig machen, damit es kaum in den Müll kann. Und wenn du wissen möchtest, worum es in diesem Video geht, wie immer, schnapp den Kaffee und Keks und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Wie immer zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja ein aufgebraucht Video gemacht, wo ihr wieder was gewinnen könnt. Schaut es da mal vorbei in meiner Playlist. Und in diesem Video geht es rein um aufgebrauchte dekorative Kosmetik, die ich im ersten Quartal 2023 aufgebraucht habe. Das ist für den einen oder anderen ein bisschen erschreckend, aber es ist nicht so, dass ich im Januar ein Produkt öffne und das am 31.03. alle ist. Nein, das kann sein, dass ich im Oktober schon geöffnet habe und jetzt einfach über den Zeitraum dann aufgebraucht habe. Diese Sachen möchte ich gerne euch zeigen, sagen, was ich davon halte. Und wenn da ein Produkt dabei ist, wo ihr sagt, das war aber total mein Favorit, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist nur meine Meinung und wie ich die Produkte empfunden habe. So, empfunden habe ich bei dem ersten Produkt wieder nichts. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum da der Hype so ist. Und zwar von Nutralash, dieses Wimpernserum. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Also ob ich das nehme oder in China fällt ein Sack Reis rum, du tust im Endeffekt mit diesen kleinen Pinseln dir was hier oben auftragen und hoffen, dass deine Wimpern wachsen oder zumindest weniger ausfallen. Bei mir funktioniert das einfach nicht. Also ich weiß gar nicht, war das in den Adventskalendern? Irgendjemand hat da gesagt, super, endlich ist das wieder drin und es ist so toll. Ich meine, pff, oh nee. Ich habe aber allerdings mit so Wimpernseren tatsächlich echt meine Probleme. Ich weiß nicht, ich hatte vor längerem mal eins, das hat gut funktioniert. Ich weiß allerdings nicht mehr, welches das war. Und jetzt habe ich schon das dritte, wo einfach gar nicht funktioniert. Und das war eben genau das gleiche. Deswegen, ich habe es verwendet. Das lieben Friedenswitz. Und jetzt geht es in den Müll. Auch in dem Müll total schweren Herzens, weil das war eins meiner Lieblingsprodukte vom Pomponne. Ich glaube, das war in der Blissin-Box ein Lippenstift. Den habe ich verwendet. 12 Monate zwar nach Öffnung haltbar und so lange habe ich den nicht. Und das ist eine wundervolle Farbe. Ich habe den wirklich sehr gerne verwendet, aber der ist ganz komisch vorne. Seht ihr das? Der hat so Bläschen. Punkte, ist auch ganz komisch hart geworden. Das war, wie gesagt, eine wundervolle Farbe. Das sieht ganz anders aus, gell? Aber ich glaube, meine Gesundheit ist mir dann doch lieber. Deswegen kommt der weg. Aber den habe ich tatsächlich echt gerne verwendet. Wo der in der Box war, dachte ich, ja, Lippenstift. Aber der war echt gut. Ich meine, dass ich der lieben Nicole Nina Wien eingeschickt habe oder in das Trash-Wander-Paket. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Aber den habe ich echt gerne verwendet. Auch gerne verwendet habe ich, da sage ich auch liebe Grüße an die liebe Jenny. Das war nämlich in unserem Tausch- und Trash-Paket. Oder war es nur ein Trash-Paket? Ich weiß schon gar nicht mehr. Von Revival de Loop ein Hyaluron-Primer. Der war so Jelly-artig. So wie die Jenny Jelly-artig. Nein, alles gut. Und ich stand schon ein paar Mal davor und habe mir gedacht, kaufst du ihn, kaufst du nicht, kaufst du ihn, kaufst du nicht. Und ich war dann froh, dass die liebe Jenny mir den mitgeschickt hat. Den habe ich gerne verwendet. Den habe ich gerne verwendet. Ich kann euch nicht sagen, ob es den noch gibt, weil ich habe so viel im Backup und das ist halt einfach bei den YouTubern, da zähle ich mich auch dazu, du hast so viel im Schrank, du brauchst eigentlich nicht losgehen und das Neue kaufen, weil in den Boxen kommt wieder Neues dazu und dann willst du wieder neu testen. Es ist eh schon schwierig, wenn du feste Kooperationspartner hast, wo du zufrieden bist, dass du sagst, Mensch, ich möchte jetzt mal was anderes testen, und bei Primern bin ich da auf jeden Fall dabei, dann tue ich lieber bei meinen Cremes bleiben. Cremes, wie gesagt, verwende ich am liebsten Biovolen und von Skin Natur. Bei Skin Natur habe ich einen Rabattcode, der heißt Heike10, gibt es 10%. Und mein Lieblingsdeo ist was? Syndeo. So, jetzt haben wir das wieder. Jetzt wisst ihr Bescheid. Nächstes Produkt, und da muss ich so an die liebe Honey denken. Dieses Produkt von NYX, nämlich ein Micellenwasser, hatten wir in klein.
Und das war auch wieder so eine kleine Probe, ich glaube 10 ml, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und hat sie in ihrem Video gesagt, ja, das können wir mal wieder in Boxen haben, das ist super. Und dachte ich mir, ja, probiere ich es halt. Und ich war tatsächlich zufrieden. Habe aber nicht gewusst, dass ich das in großem Schrank habe. Das seht ihr mal, ich misste ja wirklich regelmäßig aus. Und habe gedacht, ui, ich habe das ja im Schrank, da kann ich es ja verwenden. Weil ich war schon drauf und dran, mir was zu kaufen. Und da dachte ich, ja, wenn ich das doch in groß da habe, dann nehme ich doch das. Kann ich euch echt empfehlen, war ein tolles Produkt. Auch ein tolles Produkt, aber jetzt alle. Und zwar von Yves Rocher Intense Metamorphose. Das war eine Mascara, das war ein Oschi für Bürste. Ich habe die aber gerne verwendet. Die war wirklich gut. Das war eine tolle Mascara. Kann ich euch empfehlen. War wirklich ein tolles Produkt. Hat mir gut gefallen. Aber jetzt leer. Das nächste Produkt war okay. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen, weil das für meinen Geschmack zu wenig gemacht hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war von Maybelline eine Curl Mascara. Jetzt kriege ich Halsschmerzen. Ja, passt. Haken wir ab. Nächstes Produkt auf gar keinen Fall mehr. Und das ist jetzt schon das zweite, was ich entsorge, von Trend It Up. Ein Nagellack. Die Nagellacke haben eine schöne Farbe. Ich habe da noch lila gehabt. Aber die sind. Seht ihr das? Die werden alle so. Und den habe ich letzten Sommer gekauft. Ich habe Nagellacke, die habe ich über Jahre schon. Klar könnte ich da Nagellack entfernen. Aber das ist mir alles zu nervig. Und nee, ich will einen Nagellack verwenden, wenn ich ihn verwenden will und nicht so einen Rotz da haben. Dafür sind mir die dann, auch wenn sie günstig sind, wieder zu teuer, weil wenn ich gefühlt immer die Hälfte wegschmeiße, brauche ich den Mist nicht. Ist die zweite Farbe schon, die ich entsorge. Ich habe tatsächlich da Nagellacke stehen, die ich schon Jahre habe. Und da ist überhaupt nichts dran. Gut, kostet natürlich ein bisschen mehr, aber nee, sehe ich einfach nicht ein. Bin ich zu geizig. Nächstes Produkt von Pais. Das war das war ein Concealer. Zu dunkel, da kriege ich voll die dicken Falten unter den Augen. Farbton Nummer 2. Also das war für mich ein absolutes Schrottprodukt. Kommt mit meiner Augenpartie gar nicht klar. Wie gesagt, ich habe durch die Jasminsalbe von Biovolent überhaupt keine Probleme mehr mit hier Concealer oder Make-up oder wie auch immer. Aber der ist so in die Falten gekrochen, dass ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Dann habe ich zwei Lippenstifte. Beziehungsweise die Verpackung einmal von Avon, das war der Lipstick, da habe ich auch ein Video für euch abgedreht, und von Zotys, beide in diesem knalligen Rot, wundervoll, 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 kann ich euch nur empfehlen. Waren in den letzten Wochen eins meiner Lieblingsprodukte, wo ich verwendet habe. Dieses Produkt war in irgendeinem Adventskalender mal von Essence, ein Pinsel, der geht jetzt in ein Trash-Paket. Das ist so einer, der glitzert und dann sagst du, yay, ist schön. Und wenn du eine Farbe aufträgst, denkst du, was für ein Schrott. Also, geht weg, weil der überhaupt nichts gebracht hat, war überhaupt nicht meins. Das war wie, wenn du einfach so einen Besen hast, der nichts aufnimmt, aber ja. Ein Liquid Eyeliner von Black Magic ist jetzt alle gegangen, der ist einfach mir ausgetrocknet, weil ich so zuverlässig mir ständig Eyeliner ziehe. Dass der jetzt wegkommt. Und dann haben wir noch mal eine Mascara. Nein, das war, ach ja, genau, das war noch mal Serum, Wimpernserum, was auch nichts gebracht hat. Ich glaube, es ist sogar noch voll. Ja, hat mir nichts gebracht, geht auch weg. Ein Lippenstift geht schweren Herzens weg. Weil das Problem einfach ist, gebrauchte Lippenstifte kannst du nicht weitergeben. Ist so schade. Die Farbe 145. Wow, oder? Aber das kann ich niemandem geben. Und mir steht da halt wirklich nicht, beziehungsweise ihr habt zwar in irgendeinem Video gesagt, ja, es passt, aber das war absolut nicht meine Farbe. Ich habe mich so unwohl gefühlt, deswegen geht der jetzt weg. Weil dafür habe ich einfach zu viel Sachen. Nee. Ein Lip Liner geht weg, schweren Herzens, weil der eigentlich war auch eine schöne Farbe, aber der war auch so, wo ich gesagt habe, nee, muss ich auch nicht mehr haben.
Vielleicht spitze ich den mal an, dass der auch in Trashy reingeht, dann ist er ja wieder frisch vorne. Keine Ahnung, war überhaupt nicht meine Farbe. Schade eigentlich, weil der Farbton wäre schon meins gewesen. Allerdings, das nächste Produkt. Mein momentan fast, wenn ich Avon weglasse, eins meiner Lieblingsprodukte ist das M.Asa McFinish. Das riecht auch noch gut. Nach wie frisch gewaschen Wäsche. Das war mal in so einem Set, ich glaube vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Ich glaube vor 2 Jahren. Das ist im Endeffekt dieses Mousse, was sich deinen Hautton anpasst. Da brauchst du wenig. Ich weiß, es funktioniert. Wenn ich schwitze, dann läuft mir die Suppe nicht weg. Wenn ich trockene Haut habe, trocknet es mir ja nicht zu sehr an. Ich kann euch das nur empfehlen. Aber nicht das mit dem Sommertau, sondern das stinknormale. Und große Empfehlung, immer wieder. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass im Asam viele Kosmetikprodukte, wie zum Beispiel Lidschattenpaletten, sollen sie bitte sein lassen. Das ist meine Empfindung. Kann ja jeder, die haben schöne optische Paletten, aber das McFinish, top. Das nächste Produkt entsorge ich, weil es mich nur noch nervt. Und zwar diesen Putty Primer von Catrice. Ich glaube, das war auch mal in irgendeiner Box oder in einem Tauschpaket, Trashpaket. Ihr seht, ich habe da nicht viel verwendet. Das ist so ein Produkt gewesen, wo ich einfach überhaupt nicht gern verwendet habe, was auch so fest auf der Haut ist. Ich mag nicht Produkte, wenn du die auf der Haut aufträgst, dass die sich so schwer verreiben lassen. Diese Emulsionsfeeling hatte das überhaupt nicht. Das war irgendwie so fest. Nee, nee. Eins meiner absoluten Top-Favoriten schlechthin, und es kommt auch tatsächlich in die Jahresfavoriten von Unique, das Setting Powder. Das kommt wieder wie letztes Jahr in die Jahresfavoriten rein, weil das wirklich ein Produkt war, wo ich sage, top, top, top. Es ist nicht günstig. Ich habe es von der lieben Marion geschenkt bekommen zum Geburtstag. Kann ich euch echt empfehlen. Also, das ist so ein loses Puder. Es ist nicht komplett weiß, aber du hast einen Weichzeichner im Gesicht, wie so eine Kameraoptik, sage ich mal. Also, ein wirklich sehr schönes Produkt kommt in die Jahresfavoriten. Auch in die Jahresfavoriten kommt wahrscheinlich von Glam Shop ein roter Lippenstift. Den habe ich jetzt bloß nicht oben, weil da gibt es auch ein Schminkvideo dazu. Habe ich von der lieben Marga Eska bekommen. Sage ich vielen lieben Dank. Ein knalliges Rot. Ein knalliges Rot unter der Sonne. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und den zeige ich euch nochmal in einem Video. Nächstes Produkt war gut. Aber es gibt tatsächlich bessere vom Benefit, diese Mascara. Die Better Than Sex ist besser. Die war zwar jetzt auch gut, hat schöne Wimpern gemacht. Aber wenn ich jetzt da vom Benefit mir welche aussuchen würde, wäre diese tatsächlich nicht meine. Genauso wie die nächste von Max Factor. Die habe ich gleich wieder eingepackt. Die war auch überhaupt nicht meins. Die hat überhaupt gar nichts für meine Augen gemacht. Sie sieht so aus, als ob sie viel macht, aber meinen Augen gar nichts. Und mir haben sie gebrannt. Deswegen kam dieses Produkt gleich weiter. Alles, was an meinen Augen brennt, geht tatsächlich gleich weg. Und dann haben wir noch drei Sachen. Und zwar von Catrice einen Concealer. Der war mir zu dunkel. Deswegen seht ihr das noch fast voll. Auch zu trocken auf der Haut. Deswegen geht der weiter. Aufgebraucht, und die sind richtig siffig, Schatz, mal. Richtig siffig. Wir waren ja zum Fasching. Ich hasse ja Fasching wie die Pest. Aber wir haben so ein bisschen Verpflichtungen, und dann mussten wir halt hin. Und da habe ich gedacht, komm, ich gehe als, was war denn das? Das war nicht zum Men's Day, sondern das war zum 20er-Jahre-Outfit. Und da habe ich, weil ich Angst hatte, dass mir die Wimpern runterfallen, weil die schier überhaupt nicht an die Augen wollten, habe ich so viel Kleber dran gemacht, dass ich echt Mühe und Not hatte, die runterzubringen. Die von diesen Eylure, die Wimpern sind sehr schön, also haben Wimpernkleber dabei. Aber ich bin kein Team Wimpern mehr und muss ich auch nicht mehr haben. Und das letzte Produkt, upala, das kann ich jetzt gleich mal schon mal. Das war ein Highlighter, der sich jetzt verdünnisiert hat. Da sieht man nur noch die Reste von CRT. Ich fand den gut. Ich habe den sehr gerne verwendet, sehr schnell aufgebraucht. Der krümelt sehr, aber den habe ich sehr gerne verwendet. Und jetzt momentan nehme ich von Yves Saint Laurent den Highlighter. Verwende ich sehr gerne. Ist auch schon wieder fast alle, weil das sind Produkte, die ich tatsächlich jeden Tag verwende und auch viel verwende, weil ich tatsächlich die auch für Lidschatten
nehme. Das war mein Aufgebrauch mit dekorativer Kosmetik für das erste Quartal 2023. Schreibt mir, ob ihr das eine oder andere Produkt kennt, ob ihr euch wieder freut, wenn ich wieder einen Jahresfavoriten mache. Das werde ich wieder machen. Schauen wir mal, was da so zusammenkommt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns bei einem nächsten Video zu einer nächsten MeTime wiedersehen. Bis dahin, wie immer, bleibt's mir schön gesund. Eure Heike. Thank you.